Willkommen bei einer weiteren Episode für mein Ultimate Team Let's Play und endlich ist es mal wieder live. Ich steh endlich mal wieder im Finale von diesem Turnier ESPN FC. Und ja, ich habe inzwischen, glaube ich, zweimal verloren auf dem Weg zum Finale. Das habt ihr dann sicherlich in den Zusammenfassungen gesehen. Ich habe anscheinend zwischendurch richtig schlechtes FIFA gespielt oder irgendwie hat mir das Glück gefehlt. Aber ich glaube, ich habe wirklich schlecht gespielt oder schlechter als normalerweise. Und da fragt man sich schon, woran das gelegen haben kann. Und ich denke, es lag einfach daran, dass ich unkonzentriert war. Hier sieht man, ich habe nochmal wieder mal ein paar weitere neue Verträge gekauft, weil zum Beispiel den Vertrag von Nesta muss ich jetzt verlängern. Ich bin gerade überlegen, mit welchem Team ich spiele, aber ja, ich spiele jetzt gerade nochmal mit dem Team. Ihr habt es ja gerade gesehen oder die zusammengefasst, dass die Halbfinalpartie habe ich bis zum 4-0 dominiert und danach hat der Gegner nicht mehr mitgespielt. Und dann habe ich, glaube ich, noch das 5-0 in der 90. mit Hamšík einfach geschossen, wo der Gegner nicht mehr da war. Aber ich denke, das dürfte ich ja auch entsprechend in den Zusammenfassungen gezeigt haben und erklärt haben. Von daher seid ihr da auf dem Laufenden. Und ja, zwischendurch echt nicht konzentriert genug FIFA gespielt und deswegen zweimal verloren. Und jetzt habe ich es endlich mal wieder geschafft, im Finale von diesem Turnier zu stehen. Und jetzt gibt es wieder 7500 Münzen zu gewinnen. Und das ist natürlich ein Ansporn, der einen wirklich bei der Stange hält oder wirklich einen jetzt motiviert, dass man jetzt einfach alles gibt. Und inzwischen habe ich ja auch Alexandre Pato im Team, habe ich mal endlich einen richtig guten Stürmer, hat bis jetzt noch nicht so überzeugen können oder ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich bis jetzt noch nicht so gut gespielt habe. Aber vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo er im Finale seinen Durchbruch erlebt und auch vielleicht wie ein Zarate die Partie fast für sich alleine entscheiden kann. Jo, hier ist mal wieder einer durch die Straße und hupt mal ein bisschen, das ist ja etwas, was wir bis jetzt noch kaum erlebt haben. Normalerweise wird es Zeit für die ersten Streifenwagen oder Krankenwagen. Okay, ich habe jetzt gar nichts über das Team vom Gegner gesagt, glaube ich, oder? Es war eine Dreierkette, viel Brasilianer, sehr, sehr schneller Sturm. Mit Thiago Silva, den man auch hier sieht, einen sehr, sehr schnellen Innenverteidiger. Ich hoffe, er wird nicht zu stark mein Spiel einschränken können. Aber gegen Dreierketten bin ich natürlich motiviert. Ich weiß nicht ganz genau, welche Dreierkette-Formation es war. Aber wie gesagt, manche kann man ja auch sehr gut spielen. Es gibt da eine mit zwei defensiven Mittelfeldspielern davor. Diese Formation zum Beispiel mit einer Dreierkette kann man dann doch sehr gut spielen. Aber ich glaube, das war nicht eine dieser Formationen oder nicht diese Formation. Egal, schauen wir... Oh, ich habe sogar Anstoß, das ist sehr schön. Da kann ich jetzt hier direkt den ersten Angriff fahren. Machen wir aber... Außen spielen wir wieder zurück und dann auf Hamšík oder Hamšík. Wurde ich auch gestern in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass der vielleicht Hamšík ausgesprochen wird. Ich habe es jetzt immer Hamšík gesagt. Machen wir mal hier mit Mikuli einen Fernschuss, aber den kann er abblocken. Und ich habe es jetzt immer Hamšík gesagt und ich dachte eigentlich auch, das hatte ich mal irgendwo gehört. Den muss ich hier schnell rausspielen, weil Wellington einfach doppelt so schnell ist wie Nesta. Hier mal ruhig. Und dann schön nach vorne. Oh, da habe ich natürlich jetzt einen sehr, sehr schlechten Fehlpass gespielt und das ist... Nee. Das ist doch keine Karte. Och, bitte. Er spielt von hinten ganz normal den Ball raus. Also, okay, faul kann ich sagen, ja, aber Karte... das ist natürlich blöd. So früh eine gelbe Karte mit einem Stürmer. Ich gehe jetzt zwar nicht mit Stürmern regelmäßig in die Zweikämpfe, aber dennoch ist das nervig. Was wollte ich sagen? Was habe ich gerade erzählt? Hamšík? Oder Hamšík? Ich weiß es nicht. Das habe ich ja gerade so quasi zu erkennen gegeben, dass ich nicht weiß, wie ausgesprochen wird. Ich glaube, ich werde weiter Hamšík sagen, weil ich irgendwie... Ja... ich spreche alle Leute mit irgendeinem komischen Lauten aus, anstatt S. Ich denke auch, ich habe einen Sprachfehler. Hier können wir schon durchsetzen. Spielen wir jetzt mal auf Pato lang und dann auf Mikuli am zweiten Pfosten. Der kommt da vielleicht auch ins Kopfballduell. Oh, er gewinnt das Kopfballduell und setzt ihn ganz knapp drüber. Ich wollte eigentlich erstmal nicht flanken, weil es ist nur Mikuli. Aber dann habe ich gesagt, ach, der ist so frei. Oder er setzt sich gerade so schön ab. So, Robinho am Ball. Macht das Spiel breit auf Lavezzi auch. 5 Sterne hier am Start. Aber da kann ich die Flanke abwehren. Und jetzt schauen wir mal, was aus der Ecke wird. Oh, die kommt gut. Die kommt gut. Muss ich klären. Sehr schön. Klingt mir auch. Hier kann sich hoffentlich Mikuli... Nee, kann sich leider den Ball nicht arbeiten. Maicon probiert jetzt die lange Ecke zu schlänzen. Den legen wir außen durch. Legen wir mal kurz zurück. Und dann spielen wir auf Pato sehr steil. Kommt auch durch. Setzen muss hier ab. Und dann... Ah, oh, kann sich gerade Pato in dem Moment durchsetzen. Wer war denn das hier? Williams. Scheiße. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht Thiago Silva. Deswegen habe ich kurz abgebrochen den Lauf. Und wäre ich einfach weitergelaufen, hätte ich mich durchgesetzt. Weil Thiago Silva hätte mir da auf jeden Fall den Ball abgelaufen.
So, schön den Ball abgenommen von mit Lichtsteiner. Knapp. Schon hier. Krasic. Ah, Mikuli. Zu eng. Wie ihr seht, dass ich sehr konzentriert spielen muss. Weil momentan, obwohl er mit Dreierkette spielt, spielen wir hier raus. Sehr schön. Ist es noch nicht so, dass er wirklich jetzt mal gravierende Lücken in der Abwehr hat, aber ich hoffe, dass sich das nachher noch gleich zeigen wird. Weit geworfen. Auf Hamzik. Hamzik. Ich mache jetzt Hamzik. Er hat ja auch so ein komisches Accent über seinen Namen. Keine Ahnung, wie man es in den... Spielen wir mit 2x Viereck. Die kommt vielleicht und... Oh, Mikuli schon wieder mit dem Kopfball, den er gewonnen hat. Aber auch hier kriegt er den Ball nicht gefährlich aufs Tor. Da fehlt ihm dann einfach die Kopfballgenauigkeit. Hier kann ich schön den Ball abfangen und dann auch... Was ist das denn? Warum geht denn der nicht hin? Schön, Ball rausgespielt. Jetzt machen wir mal ein Tor. Ja, kann ich schön den Gegner aussteigen lassen. Hier ist der Ball fast weg. Spielen wir hier mal kurz auf Mikuli. Oben auf Vivir. Sehr schön, er kann sich hier schön durchsetzen. Nehmen wir zurück auf... das ist natürlich... das war zu optimistisch. Ich hatte kurz gedacht, boah, so ein Riesenraum, wenn der Mikuli jetzt reinstartet, dann kann das was werden. Jetzt spielt er hier lang, sehr lang, sehr lang. Kann man vielleicht auch so abfangen und dann auf Krasic spielt ihn raus. Den lassen wir mal durch. Vielleicht ist das eine kleine Überraschung. Nee. Dann machen wir McGeady, aber auch da steht er perfekt, dass er den mir denn abnehmen kann. Hier mit Doppelpässen, hat man ja hier schon gesehen, wie ich da probiere, den Ball abzunehmen. Ziehen wir hier so... Oh, er macht das hier sehr gut mit Thiago Silva. Boah, ja, Thiago Silva, ich muss über die andere Seite kommen, weil der Thiago Silva ist wirklich ein Bombeninnenverteidiger. Haben wir ja gerade gesehen, da konnte ich mich... Ich habe eigentlich gar keine schlechte Bewegung gemacht, wie ich finde. Und hier dieser Ausfallschritt ist natürlich echt katastrophal. Deswegen hat sich Robinho fast durchgesetzt und hier setzt er jetzt in die lange Ecke, aber da kann der Torhüter den locker halten. Werfen wir ab, auf unten auf Krasic dürfte das sein. Sehr schön. Und dann ist Pato wieder an Thiago Silva gescheitert. Ich bin überlegen, ob ich die Seiten von den beiden tausche, weil ich momentan natürlich viel über Pato spiele, aber der wird konsequent von Thiago Silva ausgeschaltet. Boah, in den Gegner reingetrickst. Und hier kann ich den Ball leider nicht abnehmen. Der macht das halt momentan... Boah! Krass. Boah, das war knapp. Der war fast durchgegangen in die Gasse. Meine Güte. Da hatte ich aber jetzt kurz einen Schock. Und ich habe nämlich dann schon Dreieck gedrückt gehabt, weil ich den Torhüter rausholen wollte. Weil ich schon Bedenken hatte, dass er durchgeht. So, jetzt... Komm schon. Hier, spielt kurz. Er spielt ihn auch kurz, aber... Oh, da setzt er sich gut mit Wellington durch. Und da kann Abiyati die nächste schöne Parade rausholen oder auspacken. Jetzt mal wieder auf Mikuli, aber der, ja, den muss ich auf Pato bringen. Müssen wir mal mehr mit Mikuli spielen. Und dann hat er, David Luiz ist natürlich auch so ein schneller Innenverteidiger. Oben läuft vielleicht Mikuli sich frei. Nein, Maicon hat da auch eine Abwehr oder was? Der hat ja nur schnelle Innenverteidiger oder schnelle Verteidiger. Da ist es eigentlich egal, über welche Seite ich spiele. Das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit, mit Dreierkette zu spielen. Einfach drei Verteidiger zu haben, die so unglaublich schnell und stark sind. Er hat natürlich echt mit Maicon. Also David Luiz ist noch der schlechteste von den dreien. Thiago Silva, die Bombe. Hier wollte ich jetzt keinen Fehlpass spielen. Spielen wir auf... das ist halt auch dein Gelb. Wenn er mir Gelb gibt, dann ja, sehr schön. Ich habe ihm kurz nach einem Viech geschlagen, aber diesmal war es kein Weberknecht. Sondern... irgendwie so ein kleines Fliegending. Spielen wir oben auf Hamzik, auf Mikuli, oben Lia. Oh, Mist, da habe ich zu spät gesehen, dass er da so einen Fehler macht. Bringen wir mal die Flanke auf Pato und er könnte jetzt hier, sehr schön, aus 6 Metern nimmt er den Volley und kann dann kurz vor der Halbzeitpause das 1-0 schießen. Hat einen Stellungsfehler in der Abwehr und dann ist er hier komplett frei und ja, Pato muss das einfach machen. Sehr, sehr schön mit seinem schwachen Fuß, immerhin dennoch. Aber, ja, sehr schön vollendet. Und dann habe ich jetzt hier endlich die Führung. Ich denke, verdient. Ich habe ein paar mehr Spielanteile hatte. Ich glaube, bis jetzt zwei Schüsse aus der zweiten Reihe, aber die dann doch sehr ungefährlich kamen. Und das könnte... Oh, f*** it. Meine Güte, was für eine dumme Flanke. Und dann so ein dummer Stellungsfehler, dass er komplett frei ist. Genauso wie bei mir beim Tor. So ärgerlich. Ach, meine Güte. Und dann so mitten aufs Tor. Den kann er auch Abiyati halten. Mensch. Oben Hamzik. Krasic mal wieder ins Boot holen. Schön. Hier setzen wir uns außen durch. Machen wir... Oh!
Das ist so lächerlich. Das ist. Wo ist das denn kein Elfmeter wieder mal? Er haut mich komplett um. Komplett. Also, was ist das denn? Wo ist das denn kein Elfmeter? Ich setze mich schön mit der Schusterchen durch und er haut einfach den Spieler um. Krass, er hat natürlich mehr Schüsse, muss ich aufpassen. Es darf nicht in die Verlängerung oder nicht ins Elfmeterschießen gehen. Aber dass es das kein Elfmeter ist, bitte. Lächerlich. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Weil es einfach absolut deutlich ist. Er haut nur meinen Spieler um, hat nicht den Ball. So, jetzt wechselt er. Mal sehen, wen er bringt. Alexandre Pato für Love. Oder Wagner Love. Also ist natürlich, dieser Gegentreffer war unglaublich überflüssig. Also, so ärgerlich. Boah, hier spielt er mir eigentlich schon in die Füße. Jetzt probiert er sich mit Halk durch außen durchzusetzen. Und damit Wellington jetzt probiert, die nächste Flanke zu bringen auf Pato. Boah. Den... Das ist komisch, dass er da drankommt. Hier spiele ich den direkt den Gegner in die Füße. So, den muss ich rausspielen. Schön. Spielen wir oben auf Pato. Vertrippel ich mich fast. Unten läuft jetzt Elia. Elia, komm. Ah, kann er fast den Ball... Oder kann den Ball blockieren. Wir machen hier einen Rabona-Fake. Setzen uns außen wieder durch. Schön. Dreimal Viereck. Und dann steht er genau richtig, um diese Flanke... Oder, ja, diese flache Flanke abzufangen. Ja, er steht... Er hat auf jeden Fall, glaube ich, auch auf sehr defensiv gestellt. Ansonsten könnte er sich gar nicht erlauben, so, boah, was für ein fast Pass, der da wirklich perfekt fast auf Pato durchgesteckt wird. Kann er sich gar nicht erlauben, so trotz Dreierkette so viele Abwehrspieler zu... Oder so viele defensive ausgerichtete Spieler zu haben. So, jetzt wird er sich probieren, mit Pato einfach außen durchzusetzen und wieder die nächste Flanke zu machen. Schön. Campiasso jetzt kurz auf Hamsik. Spielen wir Elia hier an. Ist natürlich jetzt hier Mikkoli im Abseits, jetzt ist er drin, aber der Ball, was ist das denn für ein schlechter Pass? Es war einfach ein ganz normaler Dreieckspass und den macht er den mit so ein bisschen Curl nach außen und deswegen landet der im Aus. So, hier absoluter Fehlpass. Spielen wir... Boah. Na, geh doch nicht am Ball vorbei. Ich muss mehr Schüsse suchen. Hier probiert er sich jetzt natürlich über das Tempo durchzusetzen. Gelingt ihm nicht, obwohl es nur Nesta ist. Und hier kann er mit dem Ball rausspielen. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, richtig. Der wollte dann nämlich den Pass hier abfangen. Oh, was für ein schlechter Pass von mir. So, Halt auf Außen. Probiert jetzt wieder zu flanken. Er spielt jetzt gerade sehr viel über Flanken. War klar, dass sie, also als sie dann durchgekommen ist, dass sie zu lang wird. Oben auf Pato. Schön außen durchgesetzt. Und jetzt machen wir den Schuss in die lange Ecke. Boah, da kann der Torhüter den gut halten. Der Hamsik ist wahrscheinlich im Abseits. Ja. Mann, oh Mann. Das war natürlich jetzt eine absolute Glanzparade. Ja, Hamsik war ganz leicht im Abseits. Mist. Schauen wir mal. Ja, also er hat die Formation, wo er zwei defensive Mittelfeldspieler davor hat. Und wenn er dann auf sehr defensiv stellt, ist das dennoch sehr kompakt und ist dann einfach keine typische Dreierkette, wie ich sie teilweise schon im Let's Play auseinandergenommen habe. Ja, jetzt bringt er Ibrahimovic und Robben. Okay. Ist eine Ansage. Interessant, dass sie ihn nicht von Anfang an spielen. Wahrscheinlich aus Teamchemiegründen. So, hier kann ich den Ball ablaufen. Dann muss ich zurück zum Torhüter spielen und den schlagen wir jetzt einfach raus, weil es hier sehr, sehr eng ist. Kommt sehr gut auf Krasic. Sehr schön. Ja. Kann sich Krasic schön durchsetzen. Nochmal. Legen wir jetzt in die Gasse. Oh. Mist. Hatte ich... Hier, Junge, jetzt mach doch nicht ständig Pause, es nervt. Du hast jetzt dreimal gewechselt, was willst du denn jetzt noch groß umstellen? Meine Güte. Das ist jetzt auch die letzte Pause, die der machen kann. Oh, hier habe ich einen Stellungsfehler drin. Komm, hier habe ich Glück, dass der Ball nicht durchkommt. Auf Mikulin, der hat jetzt ein bisschen Platz außen. Setzen wir uns außen durch. Und dann kann er mir den Balkon den Ball abnehmen. Wieder mit Mikuli. Ist fast faul. Machen wir Doppelpass. Kommt auch durch. Machen wir auf Pato die Flanke. Ja! Sauber! Was für ein Ding! Sauber! Oh, das war Glück, dass die durchkommt. Da man sieht es. Eigentlich springt hier, ich weiß nicht, Thiago Silva am Ball vorbei. Krass. Krass. Richtig Glück gehabt. Boah, richtig Glück gehabt. Aber ich denke, es war schön auf den Außen durchgespielt, wie dann Mikuli zum Flanken kam.
Und das ist natürlich der Vorteil, auch mal wieder einen Spieler drin zu haben, der auch mal ein Kopfballduell gewinnen kann, was nicht so offensichtlich ist, dass es gewonnen wird. So, Robben wird jetzt auf Außen, hat natürlich nur einen Linksfuß, die kommt. Och Gott, da springt auch hier mein Verteidiger am Ball vorbei. Was ist denn das für eine lächerliche Scheiße, die gerade passiert? Jedes Mal, wenn ich hier das 1-0 schieße oder den Führungstreffer, macht er irgendwie so einen ganz komischen Ausgleichstreffer. Man sieht es jetzt hier, mein Außenverteidiger springt jetzt hier einfach am Ball vorbei. Ja, hast du gut gemacht. So wie eben gerade Thiago Silva auf der Gegenseite. Ganz, ganz komisch. Sehr, sehr komisch. Wie ärgerlich. Ich hätte vielleicht einfach mal nur die Führung für ein paar Sekunden halten sollen. Oder halten können. Das wäre echt gut gewesen. Wie kann ich mich fast mittig durchsetzen? Jetzt wird er den Ball rausschlagen. Hier ein Fehlpass. Spielt er kurz. So. Hier, das müssen wir jetzt, da müssen wir ein bisschen was draus machen. Hier auf Pato setzen wir uns außen durch. Ziehen ihn in die Mitte. Oh! Das hätte fast faul sein können. Hier wird er jetzt hier lang nach außen durchspielen. Auf Robben. Robben. Setzt sich auf außen durch, will jetzt einfach wieder probieren, die Flanke zu bringen. Die kommt auch. Und jetzt kann ich hier den Schuss blocken von Pato. Den hat er jetzt anscheinend zurückgezogen. Auf die Spielmacherposition. Weiß ich nicht, halte ich nicht so viel von. Holen wir mal gerade. Oh, es sollte auf Krasic kommen. Der nämlich, hätte ich den Angriff gehabt, der hätte ich hier schön mehr Spieler im Angriff gehabt. So, zurück hier auf Elia. Spielen wir direkt steil auf Mikuli. Und dann verliere ich direkt den Ball. Wie schlecht. Den Pass hätte ich eigentlich auch was abgefangen. Weiß jetzt nicht, was er jetzt hier vorhat. Wird wieder die nächste Flanke machen. Das ist natürlich jetzt hier ein probates Mittel mit Ibrahimovic in der Mitte. Schlagen wir einfach mal raus. Oh, das gibt einen Abstoß. Fuck! Mann, ich hätte einfach mal das 2-1 halten sollen. Das war so eine gute Ausgangssituation. Mann. Das ärgert mich unglaublich. Es geht hier natürlich nicht um wenig. Hier, ah, oh, der hat gerade eine riesen Lücke in der Abwehr gehabt. Ich wollte es dann auch gerade steil spielen. So, jetzt wird er hier steil spielen. Sehr schön, kann ich hier schön abfangen. Auf Amero. Zurück auf... Oh, da ist... Ach, scheiße, den Weißen habe ich gerade nicht gesehen. Mal sehen, was er jetzt macht. Sehr schön. Habe ich früher erahnt, dass er den Pass spielen möchte auf Robben. Man sieht es, ich bin dann nicht mehr auf Pato draufgegangen, sondern bin dann auf Außen... bin dann zurückgegangen in die Mitte. Hier auf Mikuli hoffentlich kurz. Ja. Legen wir jetzt hier in die Gasse. Hamzik. Der kommt unglaublich weit. Und dann ist es hier vielleicht... Oh, ich hab mal wenigstens auf eine Ecke gehofft. Sehr schön. So, jetzt machen wir 87. Minute. Hamzik. Legen wir mal hier auf Außen. Oh, da habe ich nicht gedacht, dass ich mich durchsetzen kann. Das mit dem Steilpass alleine. Deswegen habe ich dann in den Gegner reingetrickst, weil ich gedacht habe, der Gegner wäre noch dran. Hier, oh, einfach mal nach vorne geschlagen. Und dann wird er jetzt hier außen durchziehen. Und dann wird er hier auf den zweiten Pfosten. Weg damit! Oh, krass! Ah, dann Außenpfosten geschossen. Sehr schön. Keine Ecke. 90. Minute jetzt. Oder schon die Nachspielzeit. Und jetzt kannst du abpfeifen. Pfeif ab. Nee. Pfeift er nicht ab. Jetzt pfeift er ab. Schön. Hat er zu lange den Angriff ausgespielt. Jetzt geht's in die Verlängerung. Und Mann, ich mag so eine Varianz nicht.